So, damit sollte eine nächste Quest fertig sein, nachdem wir diesem Jungen das Ding gegeben haben. Wuhu! Irgendwie ist es ein tolles Gefühl, wenn man Quests beendet, weil man einfach mit jeder Quest einen Schritt an sein Ziel näher kommt. Hey, wieder eine Quest zu Ende! Lololol! Also jetzt mal no joke, Leute, das ist absolut Bullshit. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja gerade im Quest-Grind für den Sinistentempel. Und das Ding ist, dass du dann irgendwann eine Quest brauchst, wo quasi nicht steht, dass du noch mehr Quests als Voraussetzungen brauchst. Also, ich weiß nicht, welche es jetzt gerade ist, also wie sie heißt. Es ist hier diese Curse Araf und dann muss man für die Missing Mummy machen. Und das Ding ist, ihr seht, ich habe hier alle Voraussetzungen erledigt. Aber, um die Quest jetzt letzten Endes machen zu können, brauche ich ein Item. Und um dieses Item zu bekommen, muss ich hier diese Creatures of Frankenstein Dingensbummens Quest auch noch machen. Ist einfach komplett retarded, weil ich jetzt eine Quest mehr machen musste, obwohl das nicht mal da steht. Um diesen scheiß Ring zu bekommen. Fuck you! Also ich muss sagen, die Quest an sich war nicht mal schlimm oder sowas. Aber das, was einfach absolut horrible war, war, dass man einfach Voraussetzungen brauchte, die nicht da standen. Also ich musste zuerst eine komplette Quest noch machen, damit ich diesen Ring bekam. Das habt ihr ja im letzten Clip gesehen. Und danach musste ich noch diese Garten der Stille Quest hier anfangen, um den Ring zu enchanten. Andererseits konnte ich das gar nicht machen. Also leicht retarded muss ich sagen, dass das nicht da stand. Also ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass man noch mehr machen muss, aber dass es einfach nicht da stand, fand ich etwas blöd, aber ansonsten eine nächste Quest gemacht und wir sind unserem Ziel erneut ein Schrittchen näher. Okay, das ist eine der einfachsten Quests überhaupt und vor allem auch einer der schnellsten Quests überhaupt gewesen. Aber so mag ich es. Okay, eine weitere Quest ist gleich fertig und zwar Family Quest. Woo! Oder Familienwappen. Der große Vorteil von dieser Quest ist, dass ich danach auch die Kochpanzerhandschuhe bekommen kann. Und wenn ich die Kochpanzerhandschuhe habe, also das sind jetzt die Family Gauntlets, und jetzt kann ich dann auch zu so einem Typen gehen und kann die Kochpanzerhandschuhe machen. Und ich habe ja bereits einmal erwähnt, was diese Handschuhe eigentlich bringen, denn der Vorteil von diesen Handschuhen ist dann, dass man beim Kochen viel weniger Fische verbrennt. Also, dass du quasi, wenn du dann Kochen 99 machen willst, irgendwann werden wir das sowieso machen wollen, weniger Fische verbrennst, bedeutet mehr XP machst und weniger Geld verlierst. Und das ist schon ziemlich insane, von dem her eine Quest, die ich eh hätte machen müssen. Und ja, momentan spiele ich mit dem Gedanken, dass ich vielleicht demnächst mal Kochen 99 mache. Wobei ich Kochen vielleicht nicht unbedingt als mein First 99 will, weil ich bereits einen Account habe, wo ich da das Anschwimmen mit Cape habe. Ja, von dem her, mal gucken, wann ich es mache. Aber irgendwann! Irgendwann! Guck, 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 so müsste das jetzt funktionieren, oder? Genau. Cooking Gauntlets! Woo! Oder Kochpanzerhandschuhe zu Deutsch. Fuck yeah! Yes! Eine weitere Quest ist gemacht. Fuck yeah! So, nach diesem kompletten Dialog ist die Quest Garten der Stille, heißt es, glaube ich. Endlich beendet. Und ich muss dazu sagen, diese Quest, sie wäre an sich gar nicht so schlimm. Also, jetzt mal ernsthaft, nicht so schlimm. Aber sie hat eine riesige Schwäche, und zwar, dass man immer so ewig warten muss. Also, falls ihr es nicht wisst, man muss in der Quest dann irgendwelche Felder anpflanzen und dann halt quasi warten, bis diese Felder gewachsen sind, um die Quest weitermachen zu können. Und das ist super annoying, weil man teilweise fast eine Stunde einfach nur da sitzt und warten muss und nicht weitermachen kann. Also ein fetter Daumen runter für diese scheiß Wartezeiten. Aber hey, immerhin ist die Quest jetzt fertig. Whoop die fucking do. Und wir kriegen 5000 Farm XP. Yay. Naja, jetzt müssen wir noch ein bisschen Agility trainieren. Das meine ich nämlich so nebenbei, weil wir brauchen letzten Endes 62 Agility. Ich werde jetzt mal so einen Dummy aufstellen. Ich habe mir auch ein paar Silverhawk Feathers Dingensbummens gekauft. Dafür irgendwie fast all mein Geld ausgegeben, aus Versehen. Aber ja, brauche noch ein bisschen Agility XP zu machen und halt noch einige Quests. Und danach sind wir dann irgendwann bei Soulsplit. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir es erreichen. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Und das Hunting Minigame ist für heute dann. Oh yeah!
Wir haben es sogar noch geschafft, Level 46 zu werden. Ja, und falls ihr euch gerade fragt, hä, warum zur Hölle bist du jetzt gerade am Skillen? Vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass ich Agility jetzt 60 bin und hä, warum machst du das jetzt? Das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Ich habe noch ein paar Level Requirements, die mir halt noch fehlen, um die weiteren Quests zu machen. In dem Fall jetzt hier 61 Agility, was wir gleich haben. Seht ihr wahrscheinlich im nächsten Clip. 64 Mining, was tatsächlich noch ein bisschen dauern wird. 66 Seedling, was glaube ich auch noch ein bisschen weiter weg ist. Und dann gibt es auch noch das schöne Requirement von 51 Hunting, an welchen ich halt mit den Minispielen hier arbeite. Ja, ist auf jeden Fall noch so ein bisschen was vor uns, aber ich bin mir sicher, dass wir es demnächst erreichen. Ich werde jetzt nochmal Agility trainieren gehen, weil 61 habe ich dann mehr oder weniger gleich. Und danach, ja, muss ich halt dann mal gucken, wie sich das dann so zeigt, was ich halt als nächstes mache. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich bei meinen mein Leben hassen werde. Aber naja, muss auch gemacht werden. Oh, fuck, ich hab's verpasst. Ich bin 61 Agility. Agility! Was bedeutet, wir könnten jetzt Curve for the Wrath machen. Also vom Agility Level her. Das heißt, ich verbiss mich von hier und muss hoffentlich nie wieder zurückkehren. Okay, ich muss eh bald zurückkehren. 75 werde ich für Priv dann brauchen und ja. Es ist nun mal ein Kackskill. Aber egal, jetzt geht's ab hinter Mining vorerst. Denn Mining 64 ist es, glaube ich, was ich letzten Endes dann brauche. Wird jetzt das nächste große Goal sein. Und danach werden wir, ja, nur noch Hunting und Thievening haben. Was natürlich auch große Goals sind. Aber ja, wir kommen dem Ganzen näher und näher, ihr merkt schon. Aber jetzt wird erstmal etwas gemined. Eine, auf gut Deutsch würde man sagen, ich habe verkackt. Aber ich bin schon etwas über 64, also ich weiß nicht, ich bin vielleicht schon, weil ich noch nicht das gut denke, ich baue hier irgendwelche Computer. So, ich bin bereits, ja, schon ziemlich viele XP über dem Level, was ich ja eigentlich reachen wollte. Nur weil ich am Serie schaue und habe auf meinem Main-Account Clue Scrolls gelöst und habe dann vollkommen verpasst zu recorden. Aber auf jeden Fall, dieses Quest-Ziel ist damit aus dem Wege geschafft. Das heißt, jetzt als nächstes werde ich mich an 51 Jagen setzen. Das heißt prinzipiell, ich werde wahrscheinlich grüne Salamander fangen gehen, weil die auch noch ein bisschen Kohle geben und ich brauche nun mal zurzeit echt Kohle. Und werde gleichzeitig wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, also jetzt nicht das irgendwie festhalten, drauf warten, dass halt das Minigame anfängt und das dann halt machen, wobei ich das jetzt schon seit einer Stunde machen möchte und es zweimal verpasst habe. Also ich bin leicht retardet und gerade suche ich noch die Quest der Senistentempel, weil ich schauen will, was ich denn sonst noch brauche, der Senistentempel. Hier, den Respekt müssen wir natürlich dann auch noch verdienen und ich glaube ansonsten ist wirklich nur noch Verteidiger von Farrokh, das heißt 51 Jagen und dann, ja, dann sind es noch einige Quests, noch ein kleiner Grind von 1-2 Stunden und dann, ja, würde ich behaupten, haben wir schon Soul Split. So, das Hunting Minigame ist beendet. Ich claim jetzt noch meine Belohnung und mache halt einfach alle, was habe ich? Okay, das sind nochmal 5000 Hunting XP. Die gönne ich mir an der Stelle einfach mal, weil dann sind wir 50 und uns fehlt nur noch ein Level. Ja, dann haben wir alle Requirements, um weiter zu questen und ich hasse Questen, das ist frustrierend. Fuck it. Okay, also diese Quest war irgendwie überraschend einfach und langweilig in einer gewissen Weise. Aber ich meine, mich soll es ja nicht stören, oder? Also wir haben hier ein Hunting-Level, dann ein Missing-Level, das reicht leider nicht ganz. Mining-Level reicht, glaube ich, auch nicht. Nein, Defense sollte auch nicht reichen. Schade. Und noch ein Agility. Okay, doch keine Agility-Level. Naja, egal. Okay, diese Quest ist super annoying, weil man elendig viele Wege laufen muss. Also prinzipiell dauert sie nicht lange, aber du musst halt irgendwie tausendmal gefühlt vom Burtor Bloodstone hier zum Stronghold-Ding ins Laufen. Aber egal, wir haben sie geschafft. 8000 Agility XP ist dann sogar ein ziemlich akzeptabler Reward. Lol. Well, diese Quest ist super, super easy. Und zwar wirklich super, super easy, wenn ihr sie auf Welt 88 macht. Wenn nicht,
Dann eher nicht so. Aber egal. Heißt noch eine Vorquest und dann können wir schon den Sinistentempel machen. Woo! Ja. Fluch von Araf geschafft und das gibt erstmal super geile XP-Belohnung. Von 14.000 Tiefling XP. Die hätte ich vorher brauchen können. Fuck you. Aber 30.000 Mining, damn. Das war ein Level, oder? Ja, Mann. Holy damn. Aber wir haben das abgeschlossen. Das heißt, jetzt fehlt nur noch dieser Kudos-Scheiß oder zu Deutsch Respekt-Scheiß von Dingens, von dem Museum in Barock. Und danach können wir die Final Quest machen. Okay, ihr dachtet jetzt wahrscheinlich so, holy damn, er hat schon die Quest vom Dingens fertig, er ist so gut, what the fuck. Nein, das war nicht der Sinistentempel. Okay, um das mal ganz kurz zu klären. Warte, hä? Bin ja noch gar nicht fertig. Okay, ja, ich wurde ein bisschen verarscht von Runescape selber. Also ich habe halt den Questguide nicht ganz zu Ende geguckt, weil bei mir halt diese Message kam, dachte mir so, okay, ich bin fertig. Aber in Wirklichkeit hätte ich noch hier hochgehen müssen. Da. Und dann irgendwas durchsuchen. Was denn nochmal? Das hier, glaube ich, ne? Wardrobe. Yes. That seems right. Genau. Und jetzt sollte irgendwie noch eine Cutscene kommen und dann ist die Quest zu Ende. Aber ihr fragt euch bestimmt so, hä? Warum hast du jetzt eine andere Quest, Bro? Warum hast du jetzt nicht den Sinistentempel? Ich erkläre ganz kurz. Es baut alles aufeinander auf, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich diese Quest gemacht habe, weil ich Bock drauf hatte. Sondern man braucht ja 125 Respekt im Museum von Farrokh, um den Sinistentempel zu starten. Und ich habe dann halt Respektsachen verdient. Eigentlich so ziemlich alles, was ging. Und hatte dann 123 oder sowas, was halt wirklich nicht genug ist. Was ein bisschen sad ist einerseits, aber halt damit zu erklären, dass ich quasi noch etwas mehr machen musste, um halt diesen Respekt zu bekommen. Und ich hatte dann quasi die Wahl, entweder ich suche mir halt irgendeine leichte Quest aus, die ich schnell machen kann, um nochmal die letzten paar Kudos oder Respektspunkte oder was auch immer zu verdienen, um dann gleich die Quest zu machen. Oder ich mache noch diese Skilling-Statue fertig. Also im Sinne von diese, ihr kennt sie eh, mit den seltsamen Felsen. Nur das Ding ist halt, dass ich dafür noch etliche seltsame Felsen gebraucht hätte. Irgendwie 5 oder sowas. Und das ging mir dann einfach zu lange. Dann habe ich gedacht, so okay, obwohl ich Questen hasse, so scheiß drauf. Wir suchen uns jetzt irgend so eine Easy-Kack-Quest raus. Machen die einfach. Dann kann ich mit dem Typen hier reden. I have some informations und ihr seht, ich habe 123 von 198 und jetzt rede ich mit dem und talke mit dem und jetzt sind es 128. Woo! Das heißt, okay, jetzt ein bisschen Hype. Wir bauen den Hype so richtig auf, ja. Ihr seid jetzt alle richtig gehypt, denn Temple at the Senist haben wir alle Voraussetzungen beendet. Und jetzt geht's an diese Kack-Quest und ich werde die machen. Und ich werde damit fertig sein. Und dann habe ich Soul Split. Und dann bin ich endlich erlöst. Oh mein Gott. Gries. It was a long way to come here. Oder auch nicht. Aha. Achso, ich habe zu wenig Plätze im Inventar. Okay. Dachte gerade so, holy shit, damn, ich habe irgendwas vergessen. Fuck off, ich gebe mich hier eng. Aber nein! Wir sind am Ende, finally. Die Quest, also die letzte Quest, war jetzt eigentlich noch relativ cool, muss ich dazu sagen. Und wir haben ziemlich geile Rewards bekommen. Prayer XP, Combat Lamps und eine normale XP-Lampe mit, what? Okay, das ist die Combat Lamp. Das haben wir einfach mal in Range rein, so. Ich meine, okay, das war dumm, weil wir könnten es doch einfach in Summoning reinhauen. Okay, das war irgendwie auch nicht so klug. Eigentlich, ja, das ist einfach nicht so viel XP. Wo könnten wir es reinhauen? Oh, okay. Da muss mindestens 50 sein. Ja, dann nehmen wir Hunting. Come on, das ist ziemlich low, ziemlich blöder Skill. Und 54 bedeutet, dass wir diese komischen Gloves für Thievening tragen können. Die wollte ich eh schon lange. Jetzt müssen wir... What the fuck? Welches Buch müssen wir lesen? Das hier? Ich glaube ja. Oder müssen wir das hier lesen? Ich weiß nicht. Seize
Man soll noch ein Buch lesen, dann muss man zum Altar beten. Und dann hat man die anderen Prayers. Come on, just work, okay? Yes! Replace it with curses! Oh boy! Let's fucking go! We got soul split. Ah! Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, to be honest. Ah, das ist so cool! Ah! Ja, Mann! Yes, yes, yes. Okay, gut, dann können wir die alten Kack-Prays endlich mal rausnehmen. Hier brauchen wir nämlich in dem Fall nicht mehr. Und jetzt heißt es nochmal so einen kleinen Prayer-Grind zu machen. Denn ihr habt euch vielleicht schon vor einigen Folgen gefühlt gewundert, warum ich plötzlich kein Geld mehr habe. Das lag nicht irgendwie daran, dass ich keine Ahnung Blödsinn gemacht habe, sondern das lag eigentlich prinzipiell nur daran, dass ich, wo sind sie, über 6000 Drachenknochen gekauft habe, um die dann zu verprayen, damit ich quasi 95 noch werde, denn das ist so mein Ziel. Eventuell wird Pray auch unser erster 99-Skill, das werden wir dann sehen. Aber jetzt gehe ich auf jeden Fall nochmal diese drei Levels prayen. Wir haben Soulsplit, ich bin überglücklich. Yeah, boy! Oh, hell yes. 95 ist relativ nah in Sicht. Ihr seht es schon, 94 ist hier unten und es fehlen nur noch 4000 EP und das Ganze dauert nicht mehr so lange. 95 bedeutet, dass wir neue Prayer freigeschalten haben. Also Soulsplit, seht ihr hier schon, habe ich freigeschalten. Und jetzt dann halt eben auch die ganzen Buff-Prayers, also die halt deine Combat-Styles verstärken. Zum Beispiel für Mage ist es eben das hier. Turmoil ist es dann für Nahkampf und das hier ist es für Fernkampf und ja, damit werden wir auf jeden Fall besser bossen können. Und vor allem, was ich gleich probieren werde, wird wahrscheinlich der Anschlussclip sein, ist einen Araxi-Kill zu machen, denn das nimmt mich Wunder. Denn jetzt habe ich diese Praise, ich habe Overloads, ich habe eine Level 90er Rüstung und so weiter und so fort. Also von dem her, es könnte klappen, es könnte, vielleicht aber auch nicht. Fakt ist, wir werden es herausfinden. Und zwar in einem der nächsten Clips. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ich habe ja auch mal vom 99 geredet bei Prayer. Das wäre jetzt halt nicht mehr so viel XP. Ne? Das wären jetzt noch 4,5 Millionen. Ist halt dann am Ende schon noch was, aber nicht mehr so viel. Ob ich das mache oder nicht, weiß ich nicht. Weil es zwar ein cooles Untrimmed Cape, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal Lust habe, so lange zu prayen. Whatever. Let's try Araxor.